weit genug. Und ich meine, die WissenschaftlerInnen sagen es, es reicht nicht und es wird trotzdem nicht gehandelt. Also es fängt nicht mit dem Sojajoghurt an, obwohl ich den auch esse. Ja, wir müssen dafür kämpfen politisch. Individuelle Verhaltensänderungen wird nicht dazu führen, dass die Emissionen der großen Konzerne gestoppt werden. Die in Klimakrisengebieten leben, sind den PolitikerInnen in Berlin komplett egal. Heute wollen wir unseren Frust auf die Straße bringen, weil wir uns das nicht gefallen lassen wollen. Wir haben einen grünen Wirtschaftsminister und der geht in Katar buckeln. Ich hätte mir gewünscht, dass er jetzt gesagt hätte, ey Leute, der Sommer beginnt, wir frieren jetzt noch 2 Wochen und stemmen uns jetzt mal dagegen als Wirtschaftsmacht und zeigen ihm mal, okay, ne, so geht's nicht weiter. Das wäre jetzt total der perfekte Moment, weil die Leute wären jetzt bereit und wenn man dann noch sagen würde, hier Solaranlagen werden gefördert, das 100 oder das 350 Euro Ticket für Deutschland, das wären die richtigen Maßnahmen. Das Klima fällt ja jetzt ganz unter den Tisch, da wird überhaupt nichts mehr gesagt, nichts mehr gemacht in der Regierung. Alles nur Ukraine, 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 nachrüsten und Waffen hinschicken. Aber das Klima verändert sich ja trotzdem ununterbrochen. Und das ist ein Skandal. Man muss beides machen, Frieden und Klima. Gerade zum Beispiel in Dortmund mit der Verkehrswende aufs Rad. Es ist marginal, was sich verändert hat. Es gibt immer noch zu viele Fahrradtote. Das ist einfach ja, auch enttäuschend. Man muss aufpassen, dass man nicht zynisch wird. Genau. Aber es ist natürlich schön, zusammen zu kämpfen, weil sonst kann man direkt aufgeben. Der Öffi muss gefördert werden, er muss günstiger werden. Es muss mehr getaktet werden, es müssen mehr Busse fahren. Dann können die Leute auch handeln fürs Klima. So, das ist aktuell keine Option und dagegen demonstriere ich. Ja. Und ich meine, wenn man sich anschaut, der Sprit kostet gerade, ich weiß nicht, super, teilweise 2,20 Euro der Liter und das ist immer noch billiger als Bahnfahren. Ich finde es so unverschämte Frechheit, dass man sich Bahnfahren leisten können muss. Hier als antikapitalistischer Block heute haben wir eben auch auf die Preiserhöhung aufmerksam gemacht. Wir haben nicht nur auf die Klimafrage aufmerksam gemacht, sondern auch auf die Preiserhöhung, denn wir müssen halt Klimagerechtigkeit schaffen und das geht eben nur, wenn wir dann zum Beispiel eine Verkehrswende machen, die auch, wo es dann auch möglich wird, das Auto stehen zu lassen. Auch für die Leute auf dem Land und so weiter. Da müssen wir alle mitnehmen und deswegen ist das ganz zentral. Also jetzt zum Beispiel mit den Energieauswirkungen. Wir kriegen das alle privat mit, aber diese Verbindung zu, wir sind Global Citizen, also unser ganzes Verhalten hat einen Impact auf die ganze Welt und auf die ganze Weltbevölkerung, ist halt den vielen meisten Menschen gar nicht klar. Wichtiger ist als das Gegeneinander, sehen wir jetzt gerade mit dem Ukraine-Krieg, genauso wie wir das mit Corona gesehen haben, dass wir einfach miteinander verbunden sind und die Kraft aus der Natur kommt und nicht gegen die Natur. Funktioniert nicht. Und das führt eben zum Klimawandel. Also dass wir die Ökologie zugrunde richten, davon ist dann der Klimawandel die Folge. Als Jugend dieser Welt streben wir eine lebenswerte und gerechte Zukunft ein. Krieg ist niemals in unserem Interesse. Den Krieg in der Ukraine geht es auch um Energie. So ganz will man ja doch nicht auf russisches Gas verzichten. Aber trotzdem brauchen wir Alternativen. Ich finde den Klimawandel wirklich schlimm, denn was soll später dann werden, wenn eigentlich sogar alle Rohstoffe weg sind? Also dann keine wiederverwendbaren, also keine nachhaltigen Sachen mehr da sind. Ich würde mir wünschen, dass es auf jeden Fall ein bisschen umweltfreundlicher wird, dass auf jeden Fall nicht mehr so viel Plastik auch in den Supermärkten ist und dass die Umwelt damit auch halt ein bisschen halt besser wird.
und es auch nicht mehr so viel Müll dann im Meer oder so landet. Und das wäre halt schon zumindest ein kleiner Fortschritt, den man machen könnte. Ich hoffe halt, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo eine komplett neue Regierung reinkommt. Und also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die alten Parteien da irgendwas machen können. Ich glaube, da muss eine komplett neue Regierung rein. Ja, an die jungen Leute, die sollen sich bloß nicht einlullen lassen von der Regierung, dass alles gut geht, sondern wir müssen immer auf der Straße sein, so wie unser einer oder wie jetzt. Die müssen immer was dagegen machen, das ist ganz wichtig.